In diesem Video möchte ich dir gerne meine neue Tragetasche für die DJI Neo vorstellen, die ich mir kürzlich gekauft habe. Die kostet aktuell 34 Euro, lässt sich beziehen über Amazon. Ja, und diese Tasche, die ist so variabel und so genial aufgebaut, hat auch im Übrigen so viel Platz, dass man damit beispielsweise auch eine Mini 4 Pro, eine Mini 3 oder auch eine DJI Mini problemlos transportieren und aufbewahren kann. Die Umhängetasche, die im Übrigen von der Firma FPV2Sky vertrieben wird, die besteht zunächst einmal aus Stoff. Der ist PU beschichtet und damit sollte es auch keine Probleme bei zumindest kleineren Regenschauern geben. Die eigentlichen Reißverschlüsse selber sind nicht nochmal explizit gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt. Das wäre zum Beispiel bei der Original DJI Tasche so, wie sie im Lieferumfang einer Mini 4 Pro in der Fly & More Kombination mitgeliefert wird. Da kann man das hier nochmal ganz schön erkennen. Da sind auch wirklich tatsächlich diese Reißverschlüsse hier nochmal ja mit einer entsprechenden Gummiabdeckung versehen. Das aber eben ist hier nicht der Fall. Auf der Oberseite der Tasche, da befindet sich noch ein fest angenähter Tragegriff, der ist gepolstert und auch ein Schulterriemen ist vorhanden, ebenfalls fest vernäht. Der lässt sich in der Länge einstellen und wurde ebenfalls mit einem gepolsterten Schulterpad versehen. Links und rechts an der Umhängetasche, da befinden sich noch jeweils kleine Einschubtaschen und auch auf der Rückseite befindet sich noch ein Fach, welches auch gepolstert ist, welches zusätzlich nochmal durch einen Reißverschluss gesichert ist. Auf der Vorderseite der Tasche, da befindet sich zunächst einmal eine Schnellspannschnalle. Wenn ich die öffne, habe ich unmittelbaren Zugriff auf ein weiteres Außenfach, ebenfalls gepolstert mit diesem samtenen Stoff. Und auch im Deckel, da habe ich nochmal über einen Reißverschluss zugänglich eine weitere Innentasche, ein Meshgewebe. Das bietet sich zum Beispiel wunderbar an, um dort Ersatzpropeller und Ähnliches aufzubewahren. Über einen Doppelreißverschluss, da gelange ich dann schlussendlich zum eigentlichen Hauptfach, welches nochmal unterteilt ist. Zunächst einmal hier vorne, hier ist nochmal eine kleine Separierung eingearbeitet und auch hier befinden sich solche Teiler in der eigentlichen Hauptfachtasche. Die kann ich zum Teil auch rausnehmen und damit das Innere nochmal individuell anpassen. Für die Sekunde lasse ich das jetzt mal so, wie das im Auslieferungszustand sich befindet und bestücke mal, damit man einen besseren Eindruck bekommt, diese Tasche mit meiner Neo hier vorne. Das bietet sich an, passt eben die Neo wirklich saugend rein. Das ist perfekt dafür ausgearbeitet. Hier in dieses weitere große Fach zum Beispiel, da kann jetzt mein RC3-Controller rein. Man sieht, das passt wunderbar. Da wackelt auch nichts, richtig toll gemacht. Und hier an der Seite kann ich jetzt hier beispielhaft eben meine zusätzlichen Akkus nochmal reinpacken. Hier oben, wie schon erwähnt, würde es sich anbieten, Ersatzpropeller reinzupacken. Hier vorne kann ich weiteres Material reinpacken. Auf der Rückseite in der Tasche zum Beispiel mein Portemonnaie, eine Sonnenbrille, was auch immer da Platz finden soll. Und auch hier vorne kann ich ja nochmal entsprechend etwas verstauen. Und tatsächlich ist in dieser kleinen Tasche noch so viel Platz vorhanden, dass es mir auch problemlos ermöglicht wird, beispielhaft noch eine Actionkamera mitzunehmen, in dem Fall die DJI Action 5, die packe ich hier vorne rein. Dann füge ich noch meinen Batteriegriff mit dabei, den benutze ich ja auch als Stativ unterwegs. Und dann habe ich ein unglaublich kompaktes Setup, welches zum Beispiel auf Wanderungen auch überhaupt nicht stört, weder vom Gewicht her noch von der Größe. Und trotzdem kann ich den ganzen Tag über Aufnahmen machen, vom Boden aus, aus der Luft, je nachdem, was ich gerade brauche. Das ist wirklich eine tolle Sache. Wie schon erwähnt, lassen sich ja diese Unterteilung auch zumindest in einem gewissen Umfang umgestalten. Das möchte ich auch kurz nochmal zeigen. Dazu nehme ich jetzt mal beispielhaft den RC3-Controller raus. Und ich würde jetzt mal meine DJI Neo zum Beispiel mit einem RC2-Controller zum Einsatz bringen. Dann kann ich eben diese Seitenwand hier auch entfernen, anklappen. Ja, und dann passt hier mein RC2-Controller auch problemlos rein. Genauso wie ich meinen RC3-Controller jetzt zum Beispiel eben auch so rum transportieren kann, wenn ich den Platz hier oben anderweitig belegen möchte. Schauen wir mal, ob auch hier eben unsere Mini 4 Pro, wie versprochen, reinpasst. Dazu weiche ich dann mal auf das Seitenfach aus
Und wir sehen, das ist überhaupt kein Problem. Meine Mini 4 Pro passt hier problemlos rein. Hier vorne könnte ich jetzt beispielhaft den RC2 Controller einfügen. Und hier vorne, da verbleibt auch genügend Platz, um von der Mini 4 Pro auf die Akkuladestation zurückzugreifen. Auch die lässt sich hier problemlos einbringen. Und jetzt bin ich nochmal gespannt, ob auch das funktionieren würde. Der eine oder andere hat ja sowohl die Neo im Einsatz als auch die Mini 4 Pro, so wie ich. Und da könnte ich sogar beide Drohnen mitnehmen und den RC2-Controller, der sich ja auch problemlos mit der Neo binden lässt. Und auch hier habe ich ein tolles Setup. Richtig kompakt, gleichzeitig eben gut geschützt. Also wir haben hier alle Möglichkeiten. Ja, ich bin also zusammenfassend wirklich zufrieden mit meiner Investition von 34 Euro für die FPV2Sky-Tasche. Apropos zufrieden, ich hoffe, ihr seid es auch, nämlich mit diesem Video. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und ich sag mal, macht es gut, auf bald, euer Gero D.